Hallo da Leute und herzlich willkommen zurück bei Donphan. Ja, heute zeige ich ein weiteres Video, was an Yu-Gi-Oh! Angelehnt ist. Aber nicht einfach Yu-Gi-Oh!, sondern auf die zweite Staffel angelehnt. Yu-Gi-Oh! GX, genau. Ich habe gerade überlegt, wie hieß der Name nochmal. Yu-Gi-Oh! GX, ja, war bekannt für seine Elementarhelden. Und noch ein paar andere Charaktere, die da aufgetaucht sind, auf jeden Fall. Da fällt mir ein, da hätte ich ja noch ein ganz bestimmtes Mon reinnehmen können. Es nennt sich Koalelo. Aber ja, wir haben jetzt so ein Team am Start. Gut, fangen wir mit Riesenzahn an. Riesenzahn stellt einen Kristallelefanten von, ja, wie heißt der Charakter? Ich zeige einfach das Bild der Yu-Gi-Oh! Karte und dann wisst ihr, welche Karte gemeint ist. Dann haben wir Psyana. Psyana stellt auch einer dieser Kristallkarten dar. Dann haben wir Delfinator, Aquaneos. Kein geringerer als Aquaneos soll Delfinator darstellen. Und ja, Delfinator wird zum Helden, ne? Dann haben wir Magnesone. Das ist der Bruder von Truesdale. Nicht Zane, sondern Cyrus. Cyrus, so heißt er. Der hat einen Ufuroid. Ich liebe Maschinen, ne? Also bei Yu-Gi-Oh! Maschinen war the way to go für mich immer. Es gibt einige Yu-Gi-Oh! Karten auf Level 4 und dann kannst du ein 1500er Monster rausholen. Ufuroid war ein Level 6 Monster, das war richtig Krebs irgendwie. Ich weiß, ich begreife diesen Sinn nicht dahinter, aber egal. Ufuroid ist trotzdem keine so üble Karte gewesen. Maxax stellt den bewaffneten Drachen Level 7 dar. Mein guter Kumpel Maxim, kennt ihr sowieso nicht, aber ein guter Kumpel von mir, der hat immer Drachen gespielt und der Leveldrache war einer seiner Lieblinge, auf jeden Fall. Und Horus, das war auch einer seiner Lieblinge. Und zu guter Letzt haben wir Froyal und bei Yu-Gi-Oh! GX gibt es eine gewisse Spielerin, mir fällt natürlich der Name nicht wieder ein, die hat so eine Eistänzerin am Start und ja, Froyal ist sehr grazil, hat auch sehr dünne Beine, könnte damit auch über Eis laufen und ja, Royal ist eine Königin und die blaue Spielerin ist auch eine Königin. Blue Queen wird die genannt. Gut. Items seht ihr. Auf in die Kämpfe. So, da haben wir offensichtlich ein Eisteam auf der gegnerischen Seite. Würde Delfinator sich gut machen? Ja, gar nicht mal so verkehrt, Delfinator. Sehe ich einen Eissplitter? Ja doch, ich sehe auf jeden Fall einen Eissplitter. Aber Froyal ist nicht the way to go. Magnesone? Dann nehmen wir mal Magnesone rein. Und dann Froyal, Maxax oder Riesenzahn. Riesenzahn. Psyana wäre wahrscheinlich nicht schlecht, aber nee. So, los geht's. Aha, sehr interessant. Ja, soll er Palafin rausnehmen? Nein, auf jeden Fall nicht, ne? Mit einer Donnerattacke, ja, ab zu Riesenzahn. Und mit dir machen wir einen Donnerblitz. Let's go. Ja, Yu-Gi-Oh! Ist einfach Liebe. Von Kartenspiel her hat das mir immer mehr gefallen als Pokémon, weil Pokémon ich nicht unbedingt verstanden habe. Und Yu-Gi-Oh! In meinem Alter einfach stylischer war. Mit Yu-Gi-Oh! Habe ich auch einer meiner besten Freunde überhaupt fürs Leben kennengelernt. Eissturm, ja, absolut nicht geil. Aber gut für Magnesone. Initiative sinkt. Ihr Licht kommt. Hat verfehlt. Wunderbar. Okay, und Eisenmenge sagt ciao.
So, ich habe schon das nächste Thementeam im Kopf. Das wird ein kompetitive Sportarten-Team sein. Da geht's um Sportarten. Wen haben wir denn da? Ja, volle Möhre drauf. Mit Nahkampf. Soll ich Terran oder Schutzschilden? Ich habe das Gefühl, der wird Erdbeben machen. Ja, der wird auf jeden Fall Erdbeben machen. Soll ich ein Erdbeben durchgehen lassen? Scheiße! Oh nee! Oh nee! Eine Sekunde zu früh. Zu spät. Boden. Ja, natürlich. Nee, Strom? Strom? Ja, Erdbeben kommt durch, natürlich. Vierfach effektiv auf meinen Mann und Sohn. Tschüss. Er hätte sich eine Bodenattacke reinzimmern können. Ach, verdammt. Brenne kommt durch. Volltreffer! Schade. Dann nicht. Ja, diese Irrlichtkacke, das will sich ja kein Mensch antun. Muss ich mir leider. Ach, Menno. Düsenhieb. Terra Düsenhieb auf den Drachen hier. Ich sehe noch eine gute Chance zu gewinnen, aber wir werden sehen. Das reicht nicht, natürlich nicht, ey. Oh mein Gott, der hat den Blitz. Terra-Ausbruch. Katastrophe. Eieieiei. Hydro-Funke kommt. Sehr gut, sehr gut. Ja. Kugelsaat. Wir müssen das so beenden. Wenn er jetzt mit Eissplitter kommt, dann gute Nacht. Okay. Wird der Palafin rausnehmen oder versucht er mein Koyal zu irrlichten? Ladungsstoß. Oh mein Gott, keine Paralyse, komm, keine Paralyse. Sei auf meiner Seite. Okay. Oh, verdammt. Komm, fünfmal treffen, das reicht dann. Komm, bitte. Noch einmal. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, Scheibengeister. Oh. Ein Eismon. Ja, Taumeltanz. Wäre ich schneller als... Ja, ich mache einen Turbodreher.
Ja, ich muss es auf mich zukommen lassen. Ist ein spannender Fight auf jeden Fall. Donnerwelle, okay. Wieso nicht ihr Licht? Du hast viel Spedef. Naja, das reicht nicht. Das reicht leider nicht. Ja, das mit Magnesone, das war fatal. Ich hätte schneller reagieren müssen. Verdammt. Oh, ein Eisteam und jetzt habe ich ein Wasserteam am Start. Okay, ein Wasserteam. Delfinator würde sich hier auch nicht schlecht machen. Oder? Akrobatik? Nee, eigentlich gar nicht. Gar nicht, nee. Sehe ich nicht. Aber Maxax. Maxax könnte hier was reißen. Oh, aber ich hätte Angst vor Knuddelluft. Magnesone muss rein. Ja, wir versuchen. Wir machen das so. Maxax kommt spät rein und Fouillal. So, let's go. So, jetzt muss ich einen Sieg reinholen. Das ist zwar kein Meta-Team, trotzdem ist jedes dieser Mons ein Biest. Jedes dieser Mons hat sich bewiesen. So, Hurricane fühle ich nicht. Hydropumpe fühle ich schon. Boah, Lichtschild. Bizarro Raum. Und einen fetten Donnerblitz auf dich. Ich bin jetzt gespannt, was er mit Pelepper einsetzt. Wenn er angreift, gut. Wenn er Rückenwind macht, best case für mich. Rogzuki. Hoha. Wellentackle. Sie? Er wollte unbedingt Tiana rausnehmen. Ich glaube, er hat dann mit Zauron gerochen. Das, ja, ja, doch. Der muss den mit Zauron gerochen haben. Ich stark davon aus. So, ein sehr starkes Mon rausgenommen. Ja, holen wir Maxax rein. Oh ja, oh ja. Ich sehe diesen Schlagbohrer so auf mich zukommen. Am liebsten würde ich den Speed da reduzieren von diesem Mon, aber es wird nicht machbar sein. Drachentanz, Breitseite, ich bin auch immer nicht schneller. Terra Breitseite. Brauche ich Terra? Oh, das wäre vielleicht. Das würde auch nicht reichen. Niemals. Aber ja, machen wir mal so viel Schaden, wie es geht. Schutzschild. Oh ja, das kann sehr spannend hier werden. Er macht keinen Schutzschild, er will angreifen. Rogzuki. Gar nicht so dumm, der Typ. Gar nicht so dumm. Nahkampf. Ah. Okay. Und nochmal ein Breitseite. Und wir wechseln zu Fouillal aus. Damit der Sash auf Magnezone erhalten bleibt. So. Der Fisch darf gleich rausgehen. Let's go. Hat keine Bohnenattacke auf dem Fisch. Rogzuki. Majestät. Let's go. Nahkampf. Autsch.
Die Breitseite hat mir geholfen. Wunderbar. Gut. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt ein Kugelsaaten. My boy! Oh ja, da kommt ein Kugelsaat, aber sowas von. Oder ein Erdbeben. Nee, ich treffe nicht. Ich treffe gar nichts von denen. Ja doch, ich mache eine Breitseite, um dieses Pelepper rauszunehmen und Kugelsaat auf ihn hier. Kampf wurde aufgegeben. Yes, ein Sieg. Ich freue mich. So, die dritte Runde kommt. Eieieiei, das kann sehr übel hier werden. Pelefin, auf jeden Fall. Psyana nehmen wir rein. Max Sachs. Oh Mann, ey. Magnesone. Fruyal sehe ich nicht. Sehe ich leider nicht. Nee. Mein Gegner hat pure Offensive am Start. Und das macht mir Kopfzerbrechen. Okay. Spezialangriff wird verstärkt. Nahkampf. Wir müssen das so machen. Lichtschild. Bizarro-Raum. Lichtschild. Bizarro-Raum. Ich gehe auf den Bizarro-Raum. Ja. Der Speedtail ist jetzt am wichtigsten für mich. Den Lichtschild kriege ich nicht durch. Also, das wird mein Delfinator so oder so fressen müssen, die Attacke, die jetzt kommt. Oh mein Gott, ist das ein Wahlglas? Wenn das ein Wahlglas ist, dann ciao. Kakao. Nee, ist kein Wahlglas. Das hat eine Energiekapsel gehabt. Was? Terra Stahl? Okay. Nein, tu das nicht! Dude. Oh mein Gott. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nein! Nein! Das hätte ich... Habe ich nicht kommen sehen. Ich habe einen Zauber, eine Feenattacke erwartet. Irgendwie ist das gefühlt No-Brainer mit einer Feenattacke. Aber er wollte unbedingt Psyana rausnehmen. Ja, wir holen Magnesone rein. So, jetzt nochmal ein Nahkampf. Und eine Terra-Ausbruch. Let's go. Wird das reichen? Ich weiß es nicht. Terra-Stahl, ey. Dann Spukball. Komm, 2 von 1. Also 2 von 3 Duellen soll ich... Oh, Flingklaue, let's go. Oh mein Gott. Reicht das? Bitte, reicht. Diese Hexe ist so schnell. Das ist Krebs. Bitte reicht, bitte reicht. Es ist sehr effektiv. Stab. Let's go. Ja, Terra Boden. Wieso? Wegen der Coverage. Flug ist gut, um
Bonzo, was ist dir? Oh Gott, wie viel KP der noch am Start hat. Ah, muss das sein? Superzahn. Okay. Beulenhelm. Der Beulenhelm kommt dann hier raus. Okay. Oh Gottes Willen. Jetzt muss die Flinkklaue nochmal getriggert werden. Oder? Nee, wir machen einen Drachentanz. Wir machen einen Drachentanz und dann machen wir ein Erdbeben. Ja, und ich muss mit dir hier nochmal hoffen, dass es was wird. Let's go. Komm, Flinkklaue, let's go. Ja, geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es läuft. Es läuft. Kufuroid. Bring dieses Ding um. Dieses Meta-Wesen hier. Okay, Leute. Das wird ein Sweep der Extraklasse hier. Werde ich Breitseite einsetzen oder Erdbeben? Komm, setz einen Drachen ein, dann werde ich Breitseite einsetzen. Volle Möhre. Ja. Oh ja, mein Gegner ist am Struggeln. Der ärgert sich. Der ärgert sich über die Flinkklaue, 100%. Die Verbindung dauert sehr lange. So, was kommt rein? Sheesh, das ist nicht gut. Breitseite, ja, die Breitseite it is. Und mit dir setzen wir... Wir gehen volles Rohr drauf. Donnerblitz. Donnerblitz setzen wir noch auf dich ein. Oh! Okay. Das reicht nicht. Aber, sein Spotlight. Ach scheiße, der Beulenhelm. Nein! Oh nee. Das ist nicht gut. Das ist echt gut. Nicht gut. Er wird ein Turbo-Tempo haben und kann beide rausnehmen. Gibt's da noch einen Mon? Ja, natürlich gibt's da noch einen Mon. Oh nee, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr, meine Freunde. Akrobatik auf ihn und ja, was soll ich sagen? Donnerblitz. Dragoran. Ach Mensch. Ich hab gedacht, die Breitseite killt Dragoran. So ein Kack. Warum ist das schneller? Okay. Ich kann es jetzt nur noch gewinnen, wenn ich wieder den Flinkklaue kriege und ihn paralysiere. Wird das geschehen? Wird das passieren? Ich glaube eher nicht. Oh, Flinkklaue. Para? Okay. Ach Mensch, Menno! Das ärgert mich jetzt. Ja gut, spannend war es trotzdem. Aber ja, das Team hat jetzt leider nicht so viel hergegeben wie das letzte Team, das eine sehr besondere Strategie verfolgt hat. Das könnt ihr euch da angucken. Ja,
Und wenn ihr vielleicht eine Playlist von der alten Gen 8 sehen wollt, was für Thementeams ich da gemacht habe, dann guckt mal in der Richtung die Playlist euch an. Abonnieren und liken nicht vergessen. See ya!